Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn und in dem Video könnt ihr mir über die Schulter gucken. Und zwar bei der Bildbearbeitung in Lightroom Classic von Landschaftsfotografie-Fotos. Ich mache es nämlich immer so, nach meinen Workshops haben die Teilnehmer die Möglichkeit, mir bis zu 15 Fotos zuzuschicken, im RAW-Format natürlich. Und dann bearbeite ich die Bilder und schicke sie dann mit diesem Video wieder an den Teilnehmer zurück. So hat er dann die Möglichkeit, seine eigene Bildbearbeitung mit meiner zu vergleichen. Oft sind auch Tipps und Tricks dabei, die einem einfach weiterhelfen und einen weiterbringen in der Fotografie. Und das Video ist jetzt einfach der Anlass, auch euch mal zu zeigen, wie so eine Bildbearbeitung bei mir aussieht. Diese Bilder, die ihr jetzt gerade alle seht, die stammen alle von Werner. Der war bei mir im Workshop am Ammersee und zwar war es Ende Mai. Und so läuft es halt für gewöhnlich ab. Wir gehen zusammen um den See rum, fotografieren die besten Spots. Und dann unter meiner Anleitung soll dann das ein oder andere coole Bild zustande kommen. Viel Spaß bei der Bildbearbeitung. Du hast mir jetzt hier 16 Fotos zugeschickt. Die importiere ich jetzt alle mal. Und dann machen wir uns direkt mal an die Bearbeitung in Lightroom. Ich bin hier auf meinem Rechner am Mac in Lightroom Classic. Als allererstes mache ich es immer so, dass ich alle Bilder markiere und mache hier die automatische Tonwertkontrolle. Und dann arbeitet Lightroom für mich schon mal und ich kann hier auf einer guten Basis anstoßen oder wie auch immer. Ich kann hier mit einer guten Basis anfangen, indem ich jetzt hier ins Entwicklungsmodul reingehe und schaue mir die Bilder an, die du gemacht hast. So, das mache ich auch mal zu, da wird hier alles größer und lenkt nichts ab. Also wir hatten einen wirklich wunderschönen Tag mit Wolken und einem absolut tollen Sonnenuntergang. Besser kann es nicht laufen in der Landschaftsfotografie. So, als erstes begradige ich das Bild ein bisschen. Im zweiten Schritt schaue ich mir den Himmel an. Ich kann hier auf eine Maske zurückgreifen in Lightroom. Ziehe die Lichter ein bisschen runter, damit die Wolken ein bisschen schöner zur Geltung kommen. Auch hier ziehe ich am Dunstregler. Das mache ich eigentlich in all meinen Bildern. Und dann ist es hier schon eine feine Sache. Hier unten würde ich auf jeden Fall noch einen linearen Verlaufsfilter ansetzen, um das Wasser ein bisschen dunkler darzustellen. Also auch hier gehe ich raus mit dem Licht, ziehe am Dunstregler. Wow, gefällt mir richtig gut. Toll. Der Steg an sich, der könnte jetzt noch ein kleines bisschen heller sein. Hier würde ich jetzt auch das Motiv hier auswählen, also wieder eine Maske vom Steg. Und setze die Tiefe ein Stückchen hoch. Und dann habe ich hier schon mal ein verdammt geiles Bild. Wow. Von der Wärme her gehe ich hier ein bisschen von der Temperatur hier nach rechts. Und das wäre die Bildbearbeitung von dem allerersten Foto von dir. Beziehungsweise ich hätte gern das Wasser noch ein bisschen bläulicher. Das kann ich hier anstellen. Kommt cooler. Irgendwie macht mehr Sinn. So, sehr, sehr schön. Das erste Stegfoto haben wir geschafft. Dann waren wir bei diesem sehr, sehr langen Steg. Auch hier würde ich zuallererst mal schauen, dass das Bild hier in die Waage kommt. Schau dir diesen Wolkenhimmel an. Unglaublich, unglaublich schön. Hier würde ich jetzt mal einen Verlaufsfilter so quer runterziehen, um auch hier die Lichter ein bisschen abzudämpfen. Und zwar so, auch vielleicht ein Ticken dunkler werden. Yes! Und von unten lasse ich jetzt auch einen Verlaufsfilter hochziehen, um die Tiefen hier anzuheben. Der Steg ist nämlich etwas dunkel. So. Aber hier auch wieder Dunstregler rein und dann spiegeln sich die Wolken hier auch wunderschön auf dem Wasser. Mai, hatten wir da ein Glück. Also solche Tage gibt es, aber Motiv vielleicht noch den Steg auswählen. Nee, das macht er nicht. Dann lösche ich das wieder. Gehe ich hier vielleicht mal in den Pinsel rein, mache den etwas kleiner, wähle mir hier die Tiefen aus. Was ich sagen wollte, so ein Glück mit dem Wetter habe ich nicht immer. So,
Nicht übertreiben, das ist das Wichtige. Hier könnte ich eventuell noch schauen, ob ich hier den Wasserfleck da hier, das Schilf, was hier im Wasser war, wegkriege. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Jetzt ist die Frage, bleiben wir bei 5700 Kelvin oder machen wir das wärmer, das Ganze? Ich würde sagen, wir bleiben bei 5,7. Oder bei 6. Ja. Lass uns hier rauskommen. So. Sehr, sehr schönes Bild. Das ist einer der längsten Stege am Ammersee, die ich kenne. Jetzt mache ich mir es aber einfach. Ich kopiere mir jetzt wirklich die Einstellungen für das nächste Bild. Entwicklungseinstellungen kopieren. Natürlich alle drei Masken. Und wende die auch hier und auch im nächsten Bild an, weil hier ist die Lichtsituation ja wirklich identisch. Und jetzt habe ich, glaube ich, nur hier den Pinsel verwendet. Den kann ich natürlich rauslöschen. Der hat da nichts zu suchen, der Pinsel. So. Hier gehe ich ein bisschen nach oben. Hier würde ich jetzt tatsächlich das ganze Thema drehen. Ja. So, haben wir hier den Dunst? Wow, cool. Sehr schön. Den Bereich, da würde ich jetzt auch vielleicht wirklich die Lichter noch runternehmen, die Belichtung ein bisschen runternehmen. Jetzt probiere ich nochmal aus, hier das Motiv auszuwählen, also den Steg. Vielleicht checkt er das. Yes. Da gecheckt. Jetzt drehe ich hier die Höhen hoch, die Tiefen hoch, Belichtung. Und hier in Summe am Dunstregler. Und schon hast du hier ein Foto, so wie ich es für gewöhnlich bearbeite. Genau. Jetzt hast du die Möglichkeit, die Bilder ja auch zu Hause zu bearbeiten und sie mal daneben zu legen. Vielleicht ändern sie sich ja. Man weiß es nicht. Schau doch mal rein. Ich bin echt gespannt, was du draus machst. Okay, die Bearbeitung kopiere ich mir jetzt hier natürlich wieder und setze sie hier auf das Bild drauf. Du siehst, wenn die Bedingungen gut sind, dann kannst du eigentlich gar nichts mehr falsch machen bei deinem eigentlichen Foto. Obwohl, das täuscht, das war alles gerade. Der untere Bereich ist mir noch ein bisschen zu dunkel. Die Wolken sehen super aus. Tiefen würde ich hier noch ein bisschen anheben. Fertig. Mehr mache ich nicht. So finde ich das Bild perfekt. Einfach nur perfekt. Vielleicht das Ganze noch ein bisschen mittiger. Ready. Halt, hier sehe ich was. Lass uns das so machen. Why not? Okay, next one. Oh, großer Fehler. Was machen wir damit? Wir begradigen das Bild erstmal. Das würde jetzt so einigermaßen passen. Und dann schneide ich das Ding hier weg. Ziehe auch hier ein bisschen näher ran. Und dann hätten wir so ein Bild. Jetzt pass mal auf, ich habe ein Preset. Ah, aber die Sonne ist hier hinten. Ah, schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Okay. So, jetzt möchte ich mal mit meinem Preset arbeiten. Ich habe das Bam Sonnenuntergang genannt. Mal schauen, was wir daraus basteln. Ich muss jetzt eigentlich nur. Jawohl. Ah, ist das schön. Das ist also mit einem Klick. Kann man das schon so direkt nehmen, aber ich will ja hier natürlich noch ein bisschen was verbessern, indem ich hier die Sättigung vielleicht noch ein bisschen rausnehme und vom Vordergrund her möchte ich es noch ein bisschen oranger gestalten, rötlicher, weil so war es auch tatsächlich vor Ort, das war Wahnsinn eigentlich. So, hier würde ich jetzt noch den Pinsel nehmen, um den Baumstamm minimal aufzuhellen. Gehe hier einfach einmal drüber.
mache hier auch mal klein. Und das wirklich nur mit den Tiefen. So würde ich es fast schon belassen. Das wäre die Bearbeitung hier von der Geschichte. Was haben wir hier? Jetzt hast du den Ast nochmal fotografiert. Okay, jetzt ragt er so ins Bild rein. Hier würde ich jetzt auch nochmal hier mein Preset drüber schmeißen. So, was brauchen wir hierfür? Der Himmel, den habe ich hier in dem Preset schon ausgewählt. Kann ich etwas dunkler darstellen. Etwas. So. Vordergrund, hier der Ast, den möchte ich mit den Tiefen etwas aufhellen. Dann sind wir hier. Dunst habe ich hier schon drin. Sehr schön. Ach, ist das ein wunderschönes Bild. Jetzt hier in Summe, zack, gehe ich noch da rein, in die Klarheit. Ist eine runde Sache. So, jetzt lassen wir mal die... Ach, schau dir das mal an. Oh, hier ist ein bisschen unscharf. Was ist da passiert? Ah, da ist ein bisschen Unschärfe drin. Wo hast du denn da hin fokussiert? Eigentlich nirgendwo hin. Was für ein Lehrer hast du da gehabt? Wahrscheinlich, das sieht mir eher aus, du hast, glaube ich, richtig fokussiert, aber vielleicht hast du beim Auslösen keine 2 Sekunden Auslöseverzögerung gehabt. Oh, schau das an. Das ist doch ein Riesenunterschied. Du, dann würde ich dieses Bild jetzt hier gar nicht groß bearbeiten. Oder ich zeige es dir, wie es mit meinem Preset aussehen würde. Aber ich bearbeite jetzt nicht, weil es einfach unscharf ist. Und außerdem hast du hier noch ein Stück Ast mit dem Bild. Ach komm, ich lasse es jetzt so, scheiß drauf. Lass mal so. Aber hier geben wir uns jetzt Mühe beim nächsten. Schauen wir uns auch hier die Waage hier wieder an. Zack. So, von unten ein bisschen die Helligkeit hochfahren. Und den Dunstregler. Zack, Helligkeit, zack. Oh, schau dir das an, was für ein geiles Bild es ist. Es ist einfach nur schön. Das ist echt wirklich, wirklich sehr gelungen. Den Himmel, den könnte man fast so lassen. Ich probiere jetzt doch nochmal hier ein Verlaufsfilter von oben runter zu ziehen. Es ist ein bisschen lila irgendwie im Himmel, ich weiß nicht warum. Vielleicht durch den Verlaufsfilter, das kann auch sein. Dass der so einen leichten Farbstich hat. Aber kann auf jeden Fall was, das Bild. Also es ist wunderschön. Ich habe das Bild ja auch gemacht. Oder wir waren ja in der Gruppe da. Ist doch einfach nur geil. Und jetzt mittlerweile ist das Wasser auch schon wieder hier, glaube ich, angekommen. Also so überflutet ist es jetzt nicht mehr. Wir haben einfach die Chance genutzt bei dem Fotoworkshop und haben hier echt ein saugutes Bild hingezimmert. Du, die Lichtsituation war ja dann 5 Minuten oder 10 Minuten später genau dieselbe. Wir sind dann hier zu dem Baumstamm gefahren. Hier knall ich jetzt dieselben Einstellungen drüber. Ersetzen. Hell das Ganze ein bisschen auf. Und schauen wir jetzt die Masken nochmal an, was wir hier besser machen können. Der Baumstamm sieht so aus. Und vielleicht hebe ich jetzt den Himmel hier noch ein bisschen. Oh Gott, ist das schön. So, was können wir noch machen? Vielleicht das ganze Bild noch einen Ticken beschneiden. Denn oben haben wir sehr, sehr viel Himmel. Ah, ich lasse es mittig. Ich lasse es einfach mittig. Da hast du die Möglichkeit noch, das Bild an Instagram hochzuladen. Und dann genau wird das Bild sowieso beschnitten im Hochformat. Wenn ich jetzt hier mein Motiv nochmal auswähle, tada, dann hält es hier noch einen Ticken auf, sticht das Ganze noch mehr hervor. Sehr schön. Ich kopiere jetzt auch hier die Maske mit dem Motiv. Knall es da drauf. Na gut, das ist jetzt dasselbe Bild in grün. Da brauche ich jetzt nichts verändern. Zack, was haben wir hier? Hast du das nochmal gemacht?
Ja gut, so geht es ja wahrscheinlich vielen, dass man an einem Spot einfach mehrere Fotos hintereinander macht. Und oh, das ist ja unglaublich. Unglaublich schöne Perspektive. Ach, schade. Oh, Alter, das ist wirklich eins meiner Highlights. Also, wenn das nicht ein super Foto ist, Leute, kommt. Und schaut, wie wenig man hier echt machen muss, wenn alles passt vom Licht her. Einfach nur schön. Gut. Dann haben wir hier, oh, ihr würdet nicht glauben, dass ihr beim Ammersee seid, echt. Welches nehmen wir von den Bildern? Hier taucht die Sonne schon ein und hier ist sie ganz weg. Du, ich werde jetzt ein Bild bearbeiten und die Einstellung auf alle anwenden. Wunderschön. Also, ich würde hier tatsächlich wieder den Himmel aufhellen, weil es schon arg dunkel hier alles ist. Das Rot war so, wie es war. Dann hier wieder mit einem weiteren Verlauf von unten nach oben gehen, damit dieser Baumstamm etwas heller wird. Ich weiß noch, vor Ort im Display war dieser Baumstamm so dunkel. Und da kam die Frage auf, oh, ist das nicht zu so dunkel? Ich sehe nur schwarz im Display. Aber ich sag dir, die Helligkeit, die kannst du wie jetzt hier im Nachhinein schön reinbringen. Aber ein überstrahltes Bild kriegst du nicht mehr hübsch. So, und jetzt, Leute, nehme ich hier, wie gesagt, hier wieder die Masken mit. Ich kopiere hier alles und knall es hier auf alle drauf. Und dann haben wir hier wirklich ein ausdruckfähiges Bild. Ich sehe jetzt hier auch, du hast was für eine F20 gewählt, weil du Blendensterne haben wolltest. Hat nicht viel gebracht, außer ein paar Sensorflecken hier, weil irgendwas vor der Sonne war. Da hatten wir Dunst vor der Sonne an dem Abend. Deswegen ist jetzt eine F20 hier wirklich übertrieben gewesen. Aber die Sensorflecken hier kann man ja ganz gut wegmachen. So, Werner, jetzt hast du und ihr, liebe Leute auf YouTube, liebe Zuschauer, gesehen, wie ich meine Bilder bearbeite nach dem Workshop. Es ist wirklich all-inclusive, immer, dass mir die Teilnehmer, egal wo sie bei mir einen Workshop machen, mir ihre besten RAW-Fotos zuschicken können. Und da ist, glaube ich, der Lerneffekt da, beziehungsweise man kann dann auch tatsächlich so seine eigene Bildbearbeitung mit meinen Bildern vergleichen. Und ja, jeder kann da was für sich mitnehmen. Und man bleibt seiner Bildbearbeitung ja auch meistens treu. Das ist auch gut so, weil dann haben die Bilder Wiedererkennungswert. So, das war's von mir. Ich exportiere jetzt alle Bilder für den Werner. Und bedanke mich fürs Zuschauen, Werner, und für die Teilnahme an dem Workshop. Vielen Dank. Bye bye. Dein und euer Sigi. Jetzt mache ich das hier noch schnell zu Ende. Workshop. Ammersee. Und jetzt kriegt der Werner die ganzen Bilder gleich per WeTransfer zusammen mit dem Video zugeschickt. Bye bye. So. Die Bilder hat der Werner jetzt per WeTransfer-Link zugeschickt bekommen, zusammen mit dem Video. Herzlichen Dank nochmal für die Teilnahme am Workshop. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bedankt euch gern mit einem Kommentar oder einem Like. Es würde mich riesig freuen. Das hilft meinem Kanal weiter zu wachsen. Ich bin für euch da. Ciao, ciao. Euer Sigi vom Ammersee.